Und wir haben jetzt die Möglichkeit, tatsächlich zu diskutieren. Das machen wir nicht alleine, sondern wir haben uns Verstärkung geholt. Und ich habe gerade auch schon aus der Regie den Hinweis bekommen, dass unsere anderen drei Diskussionspartnerinnen sozusagen da sind. Und das heißt, wir nehmen deinen Ball jetzt mal auf oder deine Bälle und versuchen da mal ein bisschen noch weiter zu diskutieren, deinen Wunsch auch aufzunehmen, auch die Erfahrung zu reflektieren, auch das, was uns vor Corona sozusagen in Richtung HXM, was da für Erfahrungen sind und was die Erfahrungen jetzt in der Corona-Zeit sind. Wir hatten es ja heute Morgen ja von Heike Bruch auch schon gehört. Corona verändert einiges und einige versuchen den Kapitän auf der Brücke wiederzuholen und Command and Control. Aber das kann nicht der Weg sein und es wird auch nicht der Weg sein. Das heißt, wir eröffnen jetzt hier eine Podiumsdiskussion und ich darf alle Teilnehmer im Chat, wir sind mittlerweile über 70, darf ich bitten, erstmal uns beim Diskutieren zuzuhören. Ich habe gerade, der Chat wurde gerade schon bei Frauke gut genutzt. Viel Zustimmung, wow, großartiger Ansatz, cooler Approach. Solche aufmunternden Worte nehmen wir auch gerne in den nächsten 40 Minuten auf. Aber wir sollten dann auch tatsächlich auch die Möglichkeit Ihnen geben, euch geben, tatsächlich mit konkreten Fragen auch ans Podium sich zu richten. Und wenn ich von dem Podium spreche, dann darf ich ganz herzlich begrüßen. Gehe nämlich jetzt sozusagen von der Frauke in unsere offizielle Diskussionsrunde. Wir haben uns auch einen neuen Titel gegeben. Auch das gehört zur Agilität eines Winfried Felser. Ja, Next Act Veranstaltung. Wir sind mal angefangen, HR zwischen Mitarbeiterzentrierung und Performance. Haben dann gedacht, Mitarbeiterzentrierung irgendwie ein sperriger Begriff, obwohl er eigentlich gar nicht, ja, trifft vieles. Und jetzt sind wir sozusagen heute hier. Es wurde gestern Abend noch spät sozusagen verändert. Wir gehen jetzt in ein Paradoxon. Und zwar wollen wir wirklich dieses Spannungsfeld, was auch dein Portfolio, Frauke, ja auch schon ein Stück weit aufgezeigt hat, nämlich zwischen Partizipation und Performance, das wollen wir uns ansehen. Und wenn ich sage wir, dann darf ich ganz herzlich begrüßen. Und ich hoffe, Sie sind jetzt zugeschaltet und auch sichtbar für alle. Da darf ich die Melanie in der Regie bitten, dass wir tatsächlich dann auch die vier wichtigen HR-Köpfe dann auch sehen werden. Ich darf ganz herzlich begrüßen Julia Bangert. Julia ist CHRO bei der DATEV seit 2018 von Hause aus, Juristin, hat im Vorfeld aber viele, viele Erfahrungen als Geschäftsführerin, als Personalerin, unter anderem auch bei einem schwedischen Ingenieursdienstleister Pöri, jetzt EFRI, gesammelt und bringt bei dem Thema Transformation, Agilität eine ganze Menge mit. Ich darf Julia begrüßen. Julia, hörst du mich? Ich höre dich, hallo, vielen Dank Hallo für die Julia, Hallo. schön, dass du da bist. Dann darf ich mache das mal alphabetisch nach dem Nachnamen, dann darf ich die Sirka ganz herzlich begrüßen aus Köln. Sirka Laudon, sie ist Vorstand People Experience bei der AXA. Sie war vorher auch viele Jahre in anderen leitenden Positionen im HR-Umfeld tätig, unter anderem auch bei DB Vertrieb Personalvorständin und hat auch da das Thema Agilität getrieben und vorangetrieben. Ich darf die Sirka herzlich begrüßen. Sirka, auch du hörst uns hoffentlich oder hörst du mich? Ich höre euch und ich hoffe, ihr hört mich. Ja, wunderbar. Und seht ihr mich auch oder geht das die Kamera nicht? Noch sehen wir dich nicht, aber wir hören dich. Das ist Mist und ich weiß nicht, wo ich das jetzt hier anders einschalten soll. Okay. Zur Not muss es ohne Bild gehen, aber ich habe hier nicht. Nico, okay, wunderbar. Jetzt Ja, klappt wir es. sehen Na, dich. wunderbar. Super. Super. Hallo, Sirka. Ja, Sehr hallo. schön. Ja, vor allem mit einem schönen, das ist mir irgendwie missglückt, mit einem schönen, kontrastreichen Hintergrund. Das ist sehr schön. Mit einer mutigen Farbe. Das brauchen wir heute. Und ich darf Christina Schulte-Kutsch in dieser Runde begrüßen. Christina ist auch relativ kurzfristig von Winfried noch für diese Runde gewonnen worden. Und das freut mich besonders. Auch das haben wir heute Morgen schon ein bisschen gehört. Experience und das, was wir mit New Work in den vergangenen Jahren angestoßen haben, hat für einige Kritiker immer so
nach Schönwetter-HR klang das. Und wir sind jetzt in einer Phase, wo tatsächlich bei einigen zumindest Gewitterwolken aufziehen und teilweise schon wirklich auch alles andere als Schönwetter da ist. Und ich glaube, das trifft eben auch auf die Automobilzulieferindustrie zu. Auch Thomas Sattelberger hat heute Morgen davon gesprochen, die Corona-Gewinner sind eigentlich die Digitalunternehmen. Was passiert mit den anderen Unternehmen? Und sind gerade auch die jetzt gut aufgestellt, die im Vorfeld auch schon agile Ansätze, Transformationsansätze vorangetrieben haben? Deshalb freue ich mich ganz besonders, dass Christina Schulte-Kutsch bei uns ist. Sie ist verantwortlich als CVP. Talent and Organization bei ZF und war vorher viele Jahre auch in verantwortlicher Funktion, HR-Funktion bei der Telekom, davor auch bei Mahle, auch ein Automobilzulieferer, also breites Branchenspektrum. Und ich darf die Christina ganz herzlich begrüßen. Christina, ich hoffe, du hörst und siehst uns. Also ich höre und sehe alle. Ich hoffe, es geht genau andersrum genauso gut. Ja, perfekt. Wunderbar. Sehr schön. Ja, dann habe ich mein Podium hier, mein virtuelles Podium komplett und ich freue mich wirklich ganz besonders, dass Winfried uns dieses Thema mitgegeben hat, aber insbesondere, dass wir das hier mit euch, mit vier wirklich mit vier Personen diskutieren können, die eine Menge Erfahrung mitbringen und die in verantwortlicher Position gerade ganz, ganz wichtige Arbeit leisten. Und ich würde gerne mal einsteigen. Um unseren Zuschauern mal so ein bisschen auch eure Erfahrung wiedergeben zu können. Welche Erfahrungen habt ihr bislang tatsächlich mit diesem Thema Transformation, aber Transformation im Sinne von Autonomie, Mitarbeiterautonomie, Mitarbeiterzentrierung? Welche Erfahrungen habt ihr vor Corona gemacht? Ja, und welche Erfahrung macht ihr zurzeit, beziehungsweise auch tatsächlich seit dem März? Und ist das wirklich ein Paradoxon, über das wir heute hier sprechen? Wie sieht das aus? Also mal ein grober und kurzer Einblick und dann gehen wir sicherlich in die Details. Und ich darf die Julia vielleicht bitten, anzufangen. Was sind deine Erfahrungen bei deinen Maßnahmen, die du vielleicht unter dem Schlagwort Agilität, New Work, ich weiß gar nicht, welches Schlagwort du genutzt hast, um diese DATEV, die, glaube ich, bei deinem Amtsantritt auch nicht so agil aufgestellt war als genossenschaftlicher, großer IT-Dienstleister. Wie waren deine und sind deine Erfahrungen und was passiert gerade in diesem Jahr auch? Julia. Vielen Dank, Erwin. Ich dock gerne direkt an den Vortrag von Frauke an, weil ich fand es ganz spannend, dieses Thema Mitarbeiterzentrierung. Das halte ich tatsächlich für einen ganz, ganz wesentlichen Punkt. Und ich glaube, es gibt einen Fehler, den wir in HR ganz oft machen. Das heißt, wir gucken uns natürlich die HR-Prozesse an. Und ja, das ist ein relevanter Punkt, aber wie ist es denn wirklich für Mitarbeitende? Ganz oft sind es andere Themen. Es ist Technik, es ist Bürokratie, es ist Frust über irgendwelche Projekte. Das heißt, selbst wenn wir sagen, naja, von HR aus ist alles toll und wir haben eine super Customer Journey, dann heißt es noch nicht, dass es den Mitarbeitenden im Unternehmen gut geht. Und wir haben in der Tat einen sehr großen Schritt gemacht. Wir haben unsere Organisation einmal komplett gedreht, wenn man so möchte. Und mittlerweile ist es so, und das ist für mich wirklich eine ganz, ganz große und tolle Chance, dass ich eben nicht nur für HR zuständig bin, sondern eben auch für Operations. Das heißt, ich bin mittlerweile COO und zuständig eben für unser Produktportfolio, für die Produktstrategie und die Menschen, die bei uns arbeiten. Und das führt zu ganz, ganz spannenden Synergieeffekten. Das heißt, es ist natürlich das eine, dass man seine HR-Prozesse perfekt aufstellt, dass man die digitalisiert, dass man da das Erlebnis bestmöglich macht. Und ich glaube, ein Kernthema ist tatsächlich, wie wir lernen, als was wir lernen bezeichnen. Und zum Thema Selbststeuerung, wir haben Formate ins Leben gerufen, sehr selbstgesteuerte Formate, bei denen sich Mitarbeitende untereinander austauschen können über sämtliche Themen. Das heißt nicht nur HR-Themen, sondern eben auch, was beschäftigt mich im Job. Und das
sehr, sehr selbstgesteuert. Das heißt, wir haben wahnsinnig viel Raum für Selbstorganisation gegeben, weil wir wollten, dass Mitarbeitende lernen, dass es wichtig ist, auf Missstände hinzuweisen. Also genau, Frauke, das, was du gesagt hast, was ihr über Befragungen gelöst habt, letztendlich zu sagen, okay, wo können sie denn die Finger in die Wunde legen? Also das heißt, dass das Hinweisen auf Prozesse oder Themen, die schlecht laufen, dass das auch ein erwünschtes Verhalten ist. Und das ist in der Tat aus meiner Sicht ein ganz, ganz relevanter Prozess, den man nicht als HR alleine schafft, den man aber schafft, wenn man sehr, sehr engen Schulterschluss mit den angrenzenden oder den anderen Bereichen hat. Bevor ich auf die anderen gleich zugehe, nochmal ganz kurz, Frauke hat auch nochmal sehr schön dargestellt, wir haben sehr viel gemacht, Value for the Employee, also für die Mitarbeiter, ja, sehr viel, sehr, sehr nah am Mitarbeiter, für den Mitarbeiter gedacht sozusagen. Man kann auch später wieder sagen, HR hat sich um die Wohlfühlatmosphäre gekümmert. Und was ist jetzt mit dem Value, was die Mitarbeiter zurückgeben? Das ist ja sozusagen unser Thema heute ja auch. Auf der einen Seite Rahmenbedingungen schaffen, dass man optimal arbeiten kann. Ja. Auch die emotionalen Punkte sozusagen, die Frau aufgeführt hat. Was kommt denn, um es mal platt zu sprechen, was kommt hinten bei raus, wenn sich HR so viel Mühe gibt? Also Value by the Employee. Also aus meiner Sicht ist es eben gerade kein Paradoxon. Denn wenn es den Mitarbeitern gut geht, wenn sie sich engagieren, wenn sie wissen, dass ihre Meinung zählt und dass ihre Ideen Dinge bewegen, dann wird automatisch daraus auch Performance kommen. Also für mich ist es in der Tat kein Widerspruch. Okay, bis dahin erstmal vielen Dank. Vielleicht finden wir gleich noch ein paar widersprüchliche Worte, vor allem oder Gedanken auch, vor allem von dem Hintergrund, was Corona vielleicht auch in einem oder anderen Unternehmen gerade, ich sag mal, anrichtet. Ich habe jetzt die Sirka aus dem Blick verloren. Sirka, bist du noch bei uns? Ja, ich bin noch dabei. Super. Ja, ich habe dich nur oben in der Galerie nicht gesehen. Super. Sirka, auch du, wir haben im Vorgespräch, hast du ja auch gesagt, Mensch, du hast wirklich schon eine ganze Menge in Sachen Raum für Selbstorganisation, hat Julia es gerade genannt, gemacht, auch Erfahrung gesammelt. Hast im Vorgespräch so ein bisschen auch von Blackbox gesprochen. Gib uns mal ein bisschen Einblick in diese Blackbox. Also wie sind deine Erfahrungen? Ja, also das Thema agile Transformation begleitet uns ja jetzt schon seit mindestens 10 Jahren. Und bei Axel Springer habe ich da die Zeit auch noch miterlebt, als wir auch im HR-Bereich uns anders aufgestellt haben, auch die agilen Prozesse miteinander zum Laufen gebracht haben. Habe dann bei meiner letzten Station bei der Bahn ein komplett holokratisch organisiertes Modell mitgeführt. Da sind 70 Leute, der ganze HR-Bereich hat komplett ohne Hierarchie, würde ich mal sagen, gearbeitet. Sie haben eine Führungskraft selbst gewählt, demokratisch gewählt. Darüber gab es mich noch als Geschäftsführerin, aber selbst so leitende Führungspositionen sind zurückgetreten und wir sind mit einem großen Enthusiasmus gestartet. Auch das partizipative, selbstorganisierte Systeme, die überlegeneren Systeme sind aber dann auch schnell an Grenzen gestoßen. Und das hat. Wie sehen die konkret aus, wenn ich direkt mal eingreifen darf? Das sieht konkret aus, dass natürlich eine Transformation dann gut gelingt, wenn, sag ich mal, alle Bedingungen auch gleichermaßen weiterentwickelt werden. Und ein super holokratisches Modell setzt voraus, dass jedem Mitarbeiter auch, sag ich mal, die Fähigkeit und auch, sag ich mal, das Wollen können, innewohnt, sich selbst zu strukturieren, sich selbst Ziele zu setzen, sich empowered zu verhalten, die richtigen Entscheidungen zu treffen. Also alles das, was wir jetzt in der Corona-Zeit auch von den Mitarbeitern erwarten, die irgendwie zu Hause zwischen Wohnzimmer und Flur irgendwie sich ihren Schreibtisch aufgeschlagen haben und nicht mehr links und rechts ihre Kollegen haben, mit denen sie sich allein können und abgleichen können. Und diese Fähigkeit, oder ich benutze auch gerne den Begriff Reifegrad, der muss gleichermaßen auch entwickelt werden. Also es nützt nichts, dass man, sag ich mal, eine Struktur schafft, in der, sag ich mal, die Mitarbeitenden vielleicht auch noch nicht über diese voll und ganz um die Fähigkeiten
auch verfügen. Und gleichermaßen sind es nicht nur die Mitarbeitenden, sondern natürlich auch die Führungskräfte. Aber meine Erfahrung sagt mir, auf die wird immer öfter eingehauen, dass sie nicht loslassen können, keine Vertrauenskultur wagen. Und die sind mehr und mehr verunsichert und trauen sich dann gar nicht mehr, klare Ansagen zu machen. Und das führt ja auch Heike Bruch, und das hat sie wahrscheinlich heute um 9 Uhr auch gemacht, nochmal aus, dass da Führungskräfte einfach auch, sag ich mal, mit einem Selbstverständnis in diese partizipativen Systeme hineinstrahlen, hineinwirken müssen, die ihnen von eben auch, dass sie klare Ansagen machen und trotzdem irgendwie mit Struktur und Vision führen, um das ganze partizipative System nicht im Chaos enden zu lassen. Ja, also Beidhändigkeit war ein Stichwort, Beidhändigkeit ja. In der Führung, aber auch mit wirklich Tendenzen, die auf die wir vielleicht gleich nochmal eingehen können. Ich würde gerade nochmal eine These gerne mit dir kurz andiskutieren, und zwar, du hast vom Reifegrad gesprochen. Kann man denn sagen, je höher der Reifegrad der Partizipation, desto besser kommt ein Unternehmen auch durch eine Krise, so wie wir sie jetzt gerade erleben, wo vieles doch ungewiss ist? Unbedingt. Also wenn ein Unternehmen Mitarbeiter hat, und wir schauen ja immer gerne auch in Silicon Valley, oder da sind ja immer die Blueprints entstanden für agile Systeme hier in Deutschland, da sind auch per se einfach Mitarbeitende mit einem ganz anderen Mindset auch unterwegs, die einfach auch, sag ich mal, eine Persönlichkeitsstruktur vielleicht auch haben, dass sie sagen, wow, ich bin unternehmerisch unterwegs und schaffe alles, was ich bewirken kann, versuche ich auch zum Fliegen zu bringen, zum Schwingen zu bringen, nutze Freiräume, die ich habe, und setze die für die Organisation ein. Und das hat man aber in vielen Großkonzernen oftmals auch den Mitarbeitern über die Zeit abgewöhnt. Und jetzt versuchen wir mit Start-up-Modellen auch Großkonzerne zu verändern. Und das hat manchmal seine Grenzen, aber es kann auch gut gelingen, wenn man es eben gut und macht, indem man irgendwie alle Facetten der Transformation im Blick hat. Mhm. Sega, bis dahin erstmal vielen Dank. Ich würde gerne zu Christina Schulte-Kutsch wechseln. Christina, wenn du das so hörst, heute Morgen hatten wir schon die Aussage, die Krisengewinner sind die digitalen Unternehmen und vermutlich auch Unternehmen, die tatsächlich bei diesem Thema Partizipation mit einem relativ hohen Reifegrad unterwegs sind. Du bist jetzt seit, ich glaube, Probezeit ist zu Ende, habe ich zufällig gesehen. Du bist seit März bist du bei ZF, ein großes Unternehmen, stiftungsgetriebenes Unternehmen, Automobilzulieferer. Warst vorher bei der Telekom und davor aber auch schon im Automobilzuliefererbereich für Mahle. Wie erlebst du gerade das Geschäft, insbesondere aber auch dein HR-Geschäft, weil du bist ja verantwortlich für Talent und Organisationsentwicklung und hast jetzt ein Unternehmen und eine Branche erwischt, sage ich mal, wo das Thema Transformation einen ganz anderen Druck ausübt. Empfindest du das jetzt vielleicht mehr als vorher, als tatsächlich als Schönwetterdiskussion, dieses Thema New Work und Partizipation, oder würdest du sogar auch da die These unterstreichen, da wo der Reifegrad bei ZDF in Sachen Partizipation schon hoch war, hilft uns das jetzt auch? Ich beantworte es mal mit einem Jein, ganz diplomatisch. Ich bin großer New Work-Verfechter. Ich hab mich bei der Telekom viel mit den Themen beschäftigt, das Thema agile Transformation zusammen vorangetrieben, viel im Bereich Führungskräfteentwicklung gemacht. Deswegen fällt es mir schwer zu sagen, das ist keine wertige Diskussion, das ist keine gute Diskussion. Ich bin überzeugt, dass New Work wichtig ist, dass Partizipation wichtig ist. Ich tue mich aber in der Tat sehr schwer mit der Diskussion, die also jetzt nicht in dieser Runde, aber die grundsätzlich in der HR-Community gerade läuft. Als ich gewechselt habe, das war im März wirklich direkt in der Woche, als quasi der Deutschland-Lockdown startete, als die Flüge gestoppt wurden, als niemand mehr ins Büro kommen durfte. Und ich habe gesehen, dass die HR-Community oder jedenfalls das Netzwerk, in dem ich mich bewege, auf LinkedIn, auf Twitter, sich feierte für Homeoffice-Möglichkeiten. Und da habe ich mich gefragt, ist das, wo wir als HR für stehen? Was ist eigentlich unser Beitrag? Wie müssen wir Krise gestalten? Da ist mir
Homeoffice, da ist mir Purpose, da ist mir Sinnstiftung. Das ist mir zu wenig. Ich glaube, dass es wichtig ist als ein Rahmen. Diesen Rahmen muss es geben. Aber ich glaube, wir als HR müssen diesen Rahmen stärker füllen. Wir haben, nehmen wir jetzt mal die Industrie, wir haben da 6,2 Millionen Arbeitsplätze, glaube ich, in Deutschland in der Industrie. Das sind Arbeitsplätze, um die wir kämpfen müssen. Das sind Arbeitsplätze, die wir begleiten müssen, den Technologiewandel zu schaffen. Und ich glaube, dass wir uns in HR, und das ist das, was sich für mich ganz stark geändert hat, weil ich eben auch einer Branche komme, wo man Silicon Valley als Vorbild hatte, wo es ganz stark um sagen wir mal, Top-Talente geht. Ich glaube, wir brauchen einen neuen Gesamtwortung, eine neuere, breitere Perspektive und mehr Konzepte, die für die Gesamtbelegschaft gelten. Also das Thema Reskilling, Upskilling. Wir haben ganze Gruppen, nicht nur bei den auch bei den Wissensarbeitern übrigens, aber wir haben auch ganze Gruppen auf dem Shopfloor, deren Jobs sich fundamental verändern werden, deren Jobs wegfallen werden. Und ich glaube, da brauchen wir als HR Lösungen, da brauchen wir Konzepte. Und ich würde mich freuen, wenn wir als HR stärker auch die Herausforderungen diskutieren und nicht nur mit Sinnstiftung antworten. Natürlich brauchen wir Mitarbeiter, die für ihre Aufgabe brennen. Natürlich brauchen wir Mitarbeiter, die gestalten wollen. Aber die Welt ist halt mehrdimensional. Und ich glaube, wir haben in den letzten Jahren, inklusive mir, ich bin ja auch Teil dieser New Work-Debatte lange gewesen oder hoffentlich auch weiter, wir haben nur eine Dimension gemacht. Ich glaube, New York, um spöttisch zu sagen, ich glaube, New Work muss mehr als Purpose sein, als Sinnstiftung, als Bällebäder und Zoom-Konferenzen. Das muss auch konkret antworten auf, wie entwickle ich den Schlosser zum Mechatroniker? Wie gehe ich mit all diesen Themen um? Und ich glaube, was mich zum Beispiel gewundert hat, das Thema Restrukturierung ist, glaube ich, eins, was für einen Großteil der HR-Community auf der Agenda steht. Wie mache ich das? Wie gestalte ich sowas, dass das mitarbeitergerecht ist, dass es fair ist? All diese Themen finde ich, in unserer HR-Community wenig Raum. Und ich würde mich freuen, wenn wir das ändern können. Dann gebe ich das doch direkt mal weiter an Frauke, Julia und Sirka, die ja nun tatsächlich nicht im Blue-Collar-Bereich unterwegs sind. Und wie empfindet ihr das? Ist das tatsächlich jetzt ein Widerspruch? Auf der einen Seite zu Recht die Betonung, Leute, wir leben nicht nur von den Wissensarbeitern und von den heiß begehrten MINT-Talenten, sondern wir leben vom Shopfloor und da ist der Strukturwandel eigentlich viel, viel wichtiger, existenzieller und da ist das Thema Begleiten von Strukturwandel, das Thema Organisationsdesign wahrscheinlich, auch das Thema Upskilling, ein ganz anderes Thema. Also ist das ein Widerspruch, ist das ein Paradoxon oder ist es das endliche, das Paradoxon, was auch diesen Titel, den wir uns gegeben haben, jetzt rechtfertigt? Also ich teile das Gefühl, dass einem, wenn man ein bisschen sich durch die HR-Community hindurchliest und surft, einfach sehr stark das Gefühl kriegt, dass agile Transformation und partizipative Systeme das Allheilmittel sind. Und jenseits vom Shopfloor gilt das auch für Bereiche, wie zum Beispiel in der Versicherung gibt es natürlich auch ganz viele Bereiche, wo Sacharbeiter irgendwelche bearbeitenden Prozesse machen, die einfach auch keinen Scrum-Prozess brauchen und auch kein Backlog brauchen. Also wo man auch sagen muss, also dieses Gefühl, dass agile Systeme überall der Heilsbringer sind, da völlig verkehrt werden. Also wir haben hier eine starke Schnittmenge zwischen Lean-Systemen und agilen Systemen eben auch gefunden. Und ich glaube, das ist auch etwas, was in Shopfloors, in produzierenden Gewerben auch eine Rolle spielt, dass man sagt, was ist denn die gemeinsame Schnittmenge davon? Und da ist die Schnittmenge vielleicht sowas, dass man datengetrieben ist, dass man irgendwie Transparenz schafft über Ergebnisse, wo stehen die Teams, dass man die Stimmen der Mitarbeitenden mit einbringen kann, dass man hierarchische Stufen abschafft, damit irgendwie man auch seine Vorschläge, Ideen irgendwie gleich mit anbringen kann. Ich glaube, da müssen wir hin, dass wir sagen, one fits all gibt es nichts mehr, sondern
es ist eine gewisse Responsivität oder Ambidextrie. Man muss das nehmen, was eben auch wirklich zielführend in der jeweiligen Situation ist. Also Beidhändigkeit, Ambidextrie. Andere Stimmen dazu? Ja, also erstmal, ich finde es auch absolut, Christina, also kann ich total zustimmen mit dem, was du gerade sagst, dass es auf keinen Fall nur in die Ecke gehen darf irgendwie. Also für mich ist halt diese Ecke, und das war das, was ich ein bisschen versucht hatte, mit der Matrix zu zeigen, wenn wir uns sehr viel mit der Employee Experience beschäftigen, dann gibt es halt Aspekte da drin, die sich sehr stark mit dem Wohlfühlen beschäftigen, also Safe Place, Trusted Place, der ein bisschen, was du sagst, Julia, sicherlich dann auch automatisch zu einer besseren, also aber indirekt zu einer besseren Produktivität führen. Aber da gibt es eben auch Aspekte drin, wo ich sage, da diese, wenn wir uns mit denen sehr stark beschäftigen, können die sozusagen auch dieses Upskilling und so weiter auch ganz direkt sozusagen fördern. Was ich damit sagen will, ist, was ich eigentlich möchte, ist, dass wir sagen, diese parallel laufenden Projekte, ich habe so das Upskilling-Projekt, ne, so irgendwie mit Skill-Transparenz schaffen und was ist der Demand, also was brauchen wir in der Zukunft? Hier ist das Upskilling-Projekt und hier ist das Employee-Experience-Projekt, wo wir irgendwie gucken, wie wir die Learning-Experience von Leuten verbessern, dass die halt nicht mehr parallel laufen und dann so eine Art, in einer Ecke diskutieren wir das, in der anderen Ecke diskutieren wir das, sondern dass wir eigentlich schaffen, an den Stellen, wo eben die, das eben auch, sag ich mal nicht, also an den Stellen, wo das eben zusammenkommen muss, dass wir das hinkriegen, zusammenzukommen. Das kriegen wir auch durch eine Digitalisierung. Also es wird möglich sein, durch eben Technologien und die Daten, die wir haben, zu wissen, was ist sozusagen der Skill-Demand in der Zukunft und gleichzeitig das mit solchen Experiences sozusagen zu schaffen, dass man eben auch, dass es eben auch toll ist für den Mitarbeiter. Und auf die müssen wir uns meiner nach als erstes fokussieren. Und was wir oft noch haben, ist so eine parallel laufende Welt. Also wie so zwei Diskussionen. Und vielleicht zum letzten Punkt, was du sagtest, was interessant ist, warum wir nicht mehr über Restrukturierung und so reden. Bei unseren Moments that Matter, ich weiß nicht, ob du eben die Chance hast, eins der Moments that Matter war Support in Reorgs. Das war eins der ganz großen Moments that Matter für Leute, weil sie auch emotional sozusagen in dieser Zeit die Führungskräfte und die Mitarbeiter das Gefühl haben, dass sie eigentlich diesen Support nicht kriegen. Also nicht nur von der organisatorischen Perspektive, wie machen wir das gut, sondern wirklich auch von den Mitarbeiter-Experiences. Also ich glaube, dass wir uns zu wenig auf die Sachen konzentrieren, mit denen man beides schaffen kann. Und das ist, wie ich das sehen würde. Die Diskussion hätte ich gerne mehr. Direkt dazu? Okay, dann schaue ich gerade mal in den Chat. Das Thema Ambidextrie wird hier gerade auch aufgenommen. Eine Frage, habt ihr schon mal was vom Thema oder Ansatz des Inviting Leaderships gehört? Das sagt mir persönlich jetzt nichts. Vielleicht kann die Katrin Mussmann. Das heißt Inviting Leadership. Okay, vielleicht können wir das an anderer Stelle noch diskutieren. Tatsächlich scheint dieses Thema Führen in unterschiedlichen Kulturen immer innerhalb eines Unternehmens, auch mit unterschiedlichen Geschwindigkeiten, unterschiedlichen Prioritäten, ja ein zentrales Thema zu sein. Das haben wir heute Morgen auch bei der Heike Bruch ja auch mitbekommen, Beidhändigkeit oder Thomas Sattelberger hat das Thema Ambidextrie schon relativ früh in die HR-Szene reingetragen und heute hat er diesen Januskopf sozusagen nochmal dargestellt. Da scheint ja vieles muss ein HRler tatsächlich mit zwei Händen steuern und vieles muss auch eine Führungskraft mit zwei Händen steuern. Hat sich das durch Corona denn tatsächlich auch nochmal verändert oder verschärft? Ist der Druck ein anderer auf eine transaktionale Führung beispielsweise? Ist der Druck durch den Blick auf Ergebnisse oder mangelnde Erträge ein anderer geworden, auch bis hin zum tatsächlich ja auch zum Arbeitsabbau, wo sozusagen das Emotionale, was du ja auch vorhin genannt hast, was erleben Mitarbeiter gerade denn aber auch in der Krisenzeit und nicht nur, wenn sie sozusagen ihren Employee Life Circle ansehen. Also dieses Thema negative Emotionen in einer Krise, wie kann HR dafür sorgen, dass das
so aufgenommen wird, dass man sagen kann, wir nehmen trotzdem, wir schöpfen da Zuversicht und geben sozusagen auch noch Kraft und kommen dann auch auf das Thema Performance durchaus zu sprechen. Also wenn ihr uns gerne starten. Ja, also natürlich ist der Druck auf Führungskräfte durch die Krise ein anderer. Ich will mal zwei Beispiele machen. Das eine, dass natürlich Führungskräfte jetzt gefordert sind, auch teilweise unpopuläre Entscheidungen oder auch Entscheidungen, die nicht auf, wo jeder sagt, wow, super, darauf habe ich nur gewartet, zu treffen und in die Organisation zu bringen und natürlich auch so in die Organisation zu kommunizieren, dass die Mitarbeiter es sehen, warum wir das machen. Und auch da gehört wieder vielleicht so ein vertrauensvolles Verhältnis zu, was man zu Mitarbeitenden hat, dass sie zwar vielleicht es nicht gut finden, aber dann auch verstehen, warum man das macht. Also Beispiele sind vielleicht hier Überstundenabbau, um irgendwie Rückstellungen zu vermeiden oder den Urlaub komplett in diesem Jahr zu verplanen oder so. Das sind nur zwei kleine Sachen, aber letztendlich, man kann nicht für alle seine Entscheidungen geliebt und gemocht werden und das irgendwie in einer guten Art und Weise in die Organisation zu bringen und Verständnis dafür von den Mitarbeitenden zu haben, das ist vielleicht eine große Herausforderung, die viele Führungskräfte jetzt haben. Eine zweite große Herausforderung sehe ich darin, dass jetzt viele Mitarbeitende sehen, wow, es funktioniert doch super im Homeoffice. Warum sollte ich überhaupt noch in die Firma zurückkommen? Und wer da nur eine sehr mechanistische Herangehensweise auch an Arbeit hat und sagt, dieses Gequatsche in der Kaffeeküche hat mich eh schon immer gestört, der muss jetzt irgendwie, der wird natürlich am liebsten noch den Rest des nächsten Jahres zu Hause sitzen. Und hier sind die Führungskräfte gefordert, dass sie auch einen Grund geben, warum Mitarbeitende auch wieder zurück in die Firma kommen. Und sie sind in ihrem, ja auch in ihrem inspirierenden, visionsgebenden, auch charismatischen Auftritt gefragt, dass sie auch wirklich die persönliche Begegnung, wenn sie dann wieder möglich sein wird, im Moment ist sie ja wieder auch komplett fast in vielen Bereichen zurückgefahren, dass sie dann einfach andocken mit den Mitarbeitern, dass die Mitarbeiter was erleben. Also so ein Moment Set Matter, Frauke, wie wir ihn alle jetzt nennen, irgendwie das etwas passiert, ich in Resonanz gehe, ich merke, es tut mir gut, meine Führungskraft zu sehen, meine Kollegen zu sehen. Und das passiert nicht, wenn die Führungskraft hinter seinem Schreibtisch klebt und irgendwie in den Rechner starrt, aber sich nicht über die Flure bewegt. So. Mhm. Bei AXA hattet ihr den Kulturwandel ja schon vorher angestoßen. Wenn ich das richtig sehe, ist das jetzt eher auch nochmal beflügelnd sozusagen. Heike Bruch sprach heute Morgen ja, einige Unternehmen kommen von einer Zwangspräsenz zu einem Zwangs-Homeoffice. Das war bei euch ja nicht so. Nee. Und das ist ja dann eher tatsächlich zu sagen, jetzt konzentrieren wir uns wieder auf die Momente, wo wir sagen, wir kommen zusammen. Wir brauchen emotionale Nähe, nicht nur über einen Videochat, sondern tatsächlich wieder zu Begegnungen, wo wir an Ideen, an Innovationen, an Performance arbeiten. Ja, also wir hatten vielleicht nur den Einsatz, wir hatten hier dann sehr schnell eben auch den Begriff des Beziehungskontos, was jetzt irgendwie auch in der ersten Lockdown-Phase ein bisschen angeknabbert wurde, geprägt. Und uns war wichtig, dass wir auch den Sommer dazu genutzt haben, um wieder in Begegnung zu gehen, um das Beziehungskonto wieder aufzuladen, dass wir auch das Gefühl haben, jetzt durch den harten Winter werden wir gut kommen, indem wir miteinander stark verbunden sind und indem wir uns auch eine gemeinsame Identität auch als AXA erarbeitet haben. Mhm. Aber Frauke, du wolltest gerade Luft holen. Ich fand das total gut, was du gesagt hast. Ich fand das auch so gut, was die Heike gesagt hat, dass wir dann diesen Zwangs-Homeoffice, es war ja für uns alle Zwangs-Homeoffice durch den Lockdown. Ja. Und dann plötzlich sagen, jetzt sind wir New Work. Ja, weil wir jetzt alle zwanghaft im Homeoffice, ich fand das so treffend von ihr, dass es halt jetzt nicht, ich meine, alle zu Hause oder alle im Büro, ist beides kein New Work. New Work ist eben diese Möglichkeiten schaffen, auch im Office. Und wir haben das bei Zalando immer gesagt, wir haben gesagt, wir wollen eigentlich Offices schaffen, wo es leichter ist zu arbeiten, wo es mehr Spaß macht, wo es eigentlich einfacher ist, weil ich habe die Infrastruktur, ich habe auch was zu essen, wo es auch schön ist, weil ich Leuten begegne. Und deswegen kommen die Leute auch gerne. Und das ist die, und ich glaube, genau da muss man jetzt irgendwie hinkommen, zu sagen, es geht jetzt nicht mehr darum, wie kriege ich die Leute jetzt wieder alle zurück, sondern wie schaffe ich diesen Raum, dass man sagt, ich komme, ne, fürs Begegnen, geht man ins Office, fürs
irgendwie konzeptionelle Arbeiten, wie auch immer, kann man zu Hause bleiben. Deswegen, ich fand das super von Heike heute. Ich würde gerne nochmal mit Blick auf Christina und das, was in der Industrie gerade passiert, nochmal nachfragen. Auch heute Morgen, Heike Bruch sprach auch davon, die transaktionalen Kräfte, der Kapitän auf der Brücke, auch das sind wieder Rufe, die man stärker wahrnimmt, gerade in Krisen, tatsächlich existenziellen Krisenszenarien auch. Wie ist das, wie sind da deine Erfahrungen gerade und ist das tatsächlich so, dass transaktionale Kräfte, du musst jetzt gar nicht über ZF sprechen, wenn du das nicht kannst, willst, also, aber gerne da auch konkret über ZF, aber wie nimmst du das wahr, auch in dem Umfeld der Industrie, in der du unterwegs bist? Ich denke, dass beides passiert gerade, also das Transaktionale nimmt zu, aber auch ganz viel Eigenverantwortung und Kreativität. Nehmen wir mal Beispiel und vielleicht ist das auch gar nicht schlimm, vielleicht muss das auch so sein. Wir sind in einer Krise, da müssen auch manchmal einfach schnelle Entscheidungen getroffen werden. Jetzt reden wir über ZF, die ersten Monate nach Corona und so ging es vielen Automobilzulieferern, aber auch Herstellern. Wir haben klar darüber geredet, dass wir alles tun müssen, um das überhaupt zu überleben. Und jetzt sind wir einer der größten Zulieferkonzerne. Uns geht es eigentlich sehr gut. Wir sind ein erfolgreiches Unternehmen und trotzdem haben wir über Survival geredet. Da müssen schlichtweg auch einfach mal Sachen umgesetzt werden. Da muss schnell vorangehen, da muss schnell agiert werden und da müssen Managemententscheidungen getroffen werden. Das ist schlichtweg so. Ich glaube, das ist in dem Kontext auch nicht unbedingt was Schlimmes. Gleichzeitig, und das ist das Tolle, deswegen sage ich, diese Krise hat vielleicht mehr fokussiert, dass es wirklich ambidextres Verhalten oftmals braucht. Es braucht das eine und das andere und das eine ist nicht besser als das andere. Oder auch nicht schlechter, sondern es gibt Situationen. Und da komme ich wieder, ich glaube, wir fokussieren uns ein bisschen zu stark auf die grüne Seite, auf die innovative Seite. Aber es braucht eben beides, um wirklich erfolgreich zu sein. Und sagen wir mal, in so einer Krise braucht es vielleicht Managemententscheidungen. Da braucht es einen kleinen Kreis, der alles dafür tut, dass vielleicht die finanzielle Stabilität des Unternehmens nicht gefährdet wird, etc., etc. Und das sind auch Entscheidungen, die Mitarbeitern vielleicht nicht gefallen, die auch mir als Führungskraft vielleicht nicht gefallen. Trotzdem setze ich sie um. Gleichzeitig gab es aber auch ganz viele Sachen, wo Leute einfach aktiv geworden sind. Nehmen wir mal das ganze Thema mit der Maskenproduktion. Da hat kein Top-Down-Manager gesagt, so, jetzt werdet ihr hier Masken produzieren. Da haben an ganz vielen Standorten Mitarbeiter oftmals im Schlupfrohr gesagt, wir sind doch ein produzierendes Unternehmen, sich zusammengetan und angefangen, Masken zu produzieren. Und das sind jetzt so zwei Beispiele in einer Phase, wo beides irgendwie wichtig ist und erlaubt sein muss. Die Frage ist, in welchem Zusammenhang? Da ist die Frage, wo schafft es Wert? Und das ist, glaube ich, das, worüber wir reden müssen. Wo macht das, was wir tun, Impact? Und manchmal ist es eben vielleicht etwas transaktionaler oder etwas top-down, aber an vielen Stellen ist es eben genau mit dieser Energie der Mitarbeiter. Und am Ende des Tages überleben wir jede Krise nur, weil sich jeder einbringt und jeder sich committed fühlt. Jeder das Beste oder das Meiste gibt, um dem Unternehmen zu helfen. Aber ich finde eigentlich, dass da viel Positives auch entstanden ist. Nicht, dass ich sage, super, wie toll, dass wir die Krise haben. Aber beide Seiten haben ihre Berechtigung. Und das fand ich jetzt für mich nochmal eine sehr gute Erkenntnis, dass das nicht alles zu verteufeln ist, sondern dass man darf nur nicht aufpassen, dass wir zu sehr shiften. Also, dass wir diesen Raum für Kreativität, der auch gewonnen wurde, dass wir den nach der Krise weiterhin lassen oder dass wir uns besinnen, dass uns das ganz viel geholfen hat. Gibt es denn noch große Projekte tatsächlich, die man vielleicht noch vor der Krise mit großen Begrifflichkeiten, mit großen Namen, ob da jetzt ein New Work wirklich drauf stand, aber sozusagen interne Projekte, wo man sagt, das ist ein Leuchtturmprojekt für unsere digitale Transformation, ein Leuchtturmprojekt für Agilität. Gibt es das momentan oder ist das auch eher zurückgefahren worden, weil man eben andere Feuer gerade löschen muss oder andere Häuser bauen muss oder andere Schutzhütten bauen muss? Das, was hat heute Morgen, glaube ich, der Einspieler von der Frau Schüller
die hatte so gesagt, viele sind jetzt einfach auch, müssen sozusagen Bürokratiemonster, müssen auf der einen Seite, um Kosten zu senken, müssen gefunden werden und große Projekte werden eher auf Eis gelegt. Man sucht die schnellen Erfolge, sondern tatsächlich die Projekte, wo man sagen kann, das hat jetzt einen Impact, ja, das hilft uns jetzt konkret. Also große Projekte eher zurückgestellt, was Transformation angeht und Suche nach kleineren Goldstücken, kleineren Diamanten, wo auch Partizipation eine Rolle spielt? Nee, bei uns gibt es die großen Projekte noch. Also bei uns beides, trotz der Krise, ich würde sagen sogar wahrscheinlich wegen oder es wurde nur verstärkt. Wir waren ja auch vorher schon in den Banken. Also die Tatsache, dass sich Automobil ändern muss, dass es neue Mobilitätskonzepte gibt, ist ja nicht überraschend. Das kam ja nicht mit Corona. Corona hat diese Erkenntnis, glaube ich, bei uns nur noch verstärkt. Also und durch die Staaten, also die Transformation, die ja auch schon ein paar Jahre da ist, und das kann ich jetzt nur vom Hören sagen, waren ja schon erst, sagen wir mal, agile Konzepte, anders arbeiten, bereits in der Organisation bekannt, verankert. Ich habe eher den Eindruck, dass noch stärker versucht wird, da Konzepte, Tools und Methoden zu nutzen, mit denen man gute Erfahrungen gemacht hat, um schneller zu werden, um eben wirklich flexibler zu agieren. Deswegen, wir haben unsere Zukunftsprojekte vielleicht hier und da mal aufs Eis gelegt, weil die Leute eben irgendwie nicht mehr da waren, wegen Kurzarbeit etc., aber langsam wieder in den Normaltrieb zurückkommen, würde ich sagen, hat sich da sogar die Transformationskraft verstärkt. Also geht ganz viel Energie in Zukunftsthemen. Auf einen Satz eingehen, den die Christina gesagt hat, den fand ich ganz spannend. Da müssen manchmal schnell muss manchmal schnell entschieden werden, sinngemäß, und da braucht es Managemententscheidungen. Du hast es dann ein bisschen revidiert. Tatsächlich sind wir einen anderen Weg gegangen. Wir haben festgestellt, dass wir einfach im Unternehmen ab einer gewissen Größe eine unheimliche Komplexität hat an Themen, an Entscheidungen. Und wir hatten ganz, ganz viele Entscheidungsgremien und Boards, um diese Komplexität irgendwie zu versuchen, in den Griff zu bekommen. Und wir haben aber gemerkt, dass uns das tatsächlich langsam macht. Das heißt, auch Mitarbeitende haben gelernt, sie delegieren einfach Entscheidungen hoch, dann übernimmt jemand die Verantwortung und entscheidet das und dann mache ich es halt so, weil es einer gesagt hat. Wir hatten tatsächlich am Ende, wenn man mal alle Boards zusammenzählt, ungefähr 50 Entscheidungsboards. Und wir haben das radikal reduziert und haben jetzt nur noch genau 3. Das heißt, wir haben gesagt, wir wollen, dass die Entscheidungen dort getroffen werden, wo die Menschen sind, die die Entscheidungen auch am besten treffen können. Bei uns ist das in den wertschöpfenden Einheiten, wir nennen die Workstreams, und die Idee ist, dass die möglichst viele dieser Entscheidungen treffen. Und wir sehen jetzt, dass uns das insgesamt schneller macht. Also wir stellen Software her, wir sehen, dass wir mehr Softwarebestandteile ausliefern, als wir das vorher gemacht haben, und das trotz der Krise. Es gab dann noch einen zweiten Aspekt, also auch unsere große Veränderung war vor Corona knapp beendet. Also im März haben wir die letzten Einheiten verändert und dann kam relativ schnell der Lockdown und wir hatten eine noch sehr große Veränderung. Neben den Entscheidungsstrukturen war das Thema Führung. Das heißt, wir kommen aus einem klassisch hierarchischen Unternehmen und wir haben Führung aufgeteilt. Das heißt, wir haben 3 verschiedene Führungsrollen. Wir haben eine fachliche Führungsrolle, eine Führungskraft, die sich um den Mensch kümmert und jemand, der sich um Prozesse kümmert. Und das Spannende war, dass wir während dieser Corona-Zeit gesehen haben, wie wertvoll das war, weil sich eben genau jemand um diese Themen kümmern konnte. Das heißt, es war natürlich wichtig, das Fachliche weiterzutreiben. Aber umso wichtiger war es auch, Mensch, wie kommen denn jetzt meine Mitarbeitenden im Homeoffice klar? Welche Prozesse, die ich vorher mit Posts an der Wand hatte, wie kann ich die plötzlich digitalisieren? Also insofern war das unheimlich hilfreich, dass wir diese 3 verschiedenen Führungsrollen hatten. Und vor Corona war es tatsächlich so, dass man diese Sinnhaftigkeit dieser Führungsrollen noch diskutieren musste. Und das muss man jetzt plötzlich nicht mehr, wenn man einfach sieht, wie das Ganze wirkt. Also aber auch da ein differenziertes Bild. Das heißt, zur Partizipation, zur Agilität ist ein Merkmal tatsächlich, reagieren können auf individuelle Situationen. Und die sind bei einer DATEV oder bei einer SAP oder bei einer AXA eben andere als bei einer ZF. Nichtsdestotrotz, also wir haben jetzt über Führung gesprochen, wir haben über Ambidextrie gesprochen, wir haben aber vor allem auch darüber gesprochen, dass
der New Work-Ansatz, der seit Jahren in der HR-Szene sicherlich nicht ganz deutungsgleich diskutiert wird, dass er zumindest in dem Punkt Partizipation und Schnelligkeit einzahlt auf Performance. Ich würde gerne mit Blick auf die Uhr mit euch nochmal versuchen zu schauen, weil der Winfried gibt uns ja immer so ein bisschen mit aus den Podiumsdiskussionen, die er initiiert. Da muss sozusagen was Nachhaltiges mitgenommen werden, irgendeine These. Ich weiß nicht, sozusagen das Paradoxon haben wir ein Stück weit aufgelöst, aber er will ja immer so ein Big Picture oder eine Roadmap. Wie sieht HR in den nächsten 10 Jahren aus? Wir haben gerade gemerkt, gerade Corona zeigt uns, eigentlich kann man gar nicht mehr in die Zukunft blicken mit klaren Aussagen. Aber was sind es für Zielsetzungen und auch vielleicht für neue Schlagworte, wo wir sagen als HR, da müssen wir eigentlich in den nächsten 2-3 Jahren dran arbeiten, unabhängig davon, ob sich unser Business jetzt gerade in einer wirklich existenziellen Transformation befindet oder ob unser Business gerade sozusagen vielleicht, weil wir gerade im Digitalgeschäft sind, sogar ein Krisengewinner sind. Also was ist für HR, was sind da die zentralen Fragestellungen, die zentralen Wertschöpfungsdinge, wo das Business auch sagt, dafür habe ich HR. Ja, dafür brauche ich HR, wo der Mitarbeiter auch sagt, dafür habe ich HR, dafür brauche ich HR. Und ist es vielleicht mehr, und das habe ich jetzt hier auch gesehen, ich habe dich, glaube ich, als CHRO angekündigt und du bist ja COO. Ist das eine Botschaft, also dieses O, dieses Organizational, das stärker in den Blick zu nehmen? Ist das eine Botschaft? Wenn ja, wie sehr die aus konkret? Also ich glaube, dass HR umso besser unterstützen kann, je näher und besser es in die Wertschöpfung eingebunden ist. Und wenn ich in 2-3 Schlagworten sagen sollte, wo ich die Aufgabe sehe, wäre es für mich tatsächlich das Thema Individualisierung statt One Size Fits All. Ich glaube, wir haben in HR einfach viele, viele Jahre lang versucht, standardisierte Lösungen übers komplette Unternehmen zu prügeln. Und die Zeit ist definitiv vorbei. Das heißt, für mich ist es das Thema Individualisierung, Rahmenbedingungen liefern, unter denen die Organisation, die Menschen in der Organisation die bestmöglichen Rahmenbedingungen finden, um dann eben auch die entsprechende Performance für das Unternehmen zu schaffen. Mhm. Frauke, bei dir, du trägst den Titel ja von Anbeginn an, COO People. Also ich glaube, das eine große Thema haben wir heute schon angesprochen, das ist das Ganze rund um Fähigkeiten der Zukunft, also die ganze Skill-Transformation, Capability-Transformation, das wird sich extrem, damit werden wir uns extrem weiter beschäftigen und da werden wir auch ganz neue Dinge überlegen müssen, wie wir halt eben nicht jetzt irgendwie nur klassisches Strategic Workforce Planning machen, sondern richtig da ganz zentral und ganz bewusst einmal für die Experience, für die Mitarbeiter, aber auch für die Organisation halt diese Zukunfts-, sag ich mal, die Skills der Zukunft sozusagen bauen. Da werden wir eine sehr zentrale Rolle haben. Ein zweites Thema, was mich sehr beschäftigt und deswegen passt auch heute die Diskussion dazu, ist das Thema Performance-Kultur. Und da interessanterweise für mich ist der Shift ganz stark weg eben von der Individual-Performance. Also dass du eigentlich sagst, wir reden oft von dem Talent und von der Organisation, also das individuelle Talent und die Organisation, was sie braucht. Ich glaube, wenn es um Performance geht, müssen wir eigentlich über Team-Performance reden und eigentlich gucken, wie diese Konzepte zu sagen, ich habe irgendwie überhaupt mal die Daten dafür, wo es heute ein hochperformantes Team gibt und anstatt, dass man das Team dann irgendwie auflöst und die besten Leute irgendwie weiterentwickelt, eigentlich dem Team einen neuen Purpose gibt, Team neue Aufgaben gibt. Also ich glaube, dieses ganze Thema Team-Performance-Kultur bauen und da richtige Daten, richtige Konzepte für haben, dass das eigentlich das Individuum wenn du so willst, eigentlich dem Team unterordnet, ich glaube, da ist sehr, sehr viel zu tun, was wir im Augenblick noch Potenzial, was wir eigentlich noch gar nicht uns irgendwie ernsthaft mit beschäftigen. Dann haben wir uns viel mit Individuum und Organisation beschäftigt. Wobei Individualisierung in den Instrumenten und nicht one fits all auf der einen Seite, aber gleichzeitig sozusagen auf der Performance-Messungsebene ist das Teamergebnis dann deutlich wichtiger. Ich glaube, Julia hat jetzt gerade was anderes gemeint. Also ich glaube, Julia hat jetzt gemeint, dass du sicherstellst, dass du eben nicht nur das durchhaus einfach one size fits all. Ich gemeint habe, ist das Thema, das Thema Performance-Kultur oder Performance-Management fürs Unternehmen, also sehr zentrale Rolle spielen wird, ne?
Aber dabei wird weniger diese ganzen Konzepte eine Rolle spielen, der Individualtalent, ob wie gut es performt und wie wir das dann ganz toll weiterentwickeln, wie wir die Top 10 Talente aus Silicon Valley und so kriegen, sondern viel, viel mehr uns mit dem Thema Team Performance, also ein, also wie so ein Formel 1 Team, was halt hochperformant ist, wie wir eigentlich mit diesen Daten umgehen, wie wir das hinkriegen, dass wir diese Teams dann in ihrer Performance sozusagen fördern und weniger den einzelnen Talent den einzelnen Talent betrachten. Das sind eigentlich für mich zwei völlig verschiedene Themen. Okay. Formel-1-Teamformen, Sirka, bei der AXA, was sind für dich da so mit Blick auf die nächsten Jahre die zentralen Hebel aus HR-Sicht? Also ich finde, HR sollte dann mehr Gehör finden oder findet man dann mehr Gehör, wenn sie weg ihre Perspektive richten von immer dem Fokus auf den Einzelnen und dort auch stärker immer nur auf Kultur und Führung, sondern hin stärker zu, welche Strukturen können wir signifikant und nachhaltig für die Zukunft verändern. Und das können Strukturen der Zusammenarbeit sein, wie welche Prozesse wollen wir in der Organisation etablieren, aber auch Organisationsstrukturen, geteilte Führung, Julia, du hattest das schon gesagt, oder auch Frauke, weg von Individualzielen hin zu Teamzielen. Also sie sollten mehr den Fokus auf Strukturen, die nachhaltig ein bestimmtes Verhalten fördern, richten, um so dauerhaft die Performance des Unternehmens sicherzustellen. Das wäre mein Tipp für die HR-Community. Kriegst du damit jetzt, da muss ich mal konkret nach, kriegst du mit so einem Performance-Ansatz mehr Gehör, als wenn du nochmal sagst, so jetzt müssen wir New Work nochmal richtig, da müssen wir nochmal richtig Gas geben? Also ist dieser Begriff New Work tatsächlich auch so ein bisschen verbrannt dann, wenn man jetzt mehr über Performance und Team-Performance spricht? Naja, also der New Work-Begriff, den die AXA jetzt umgesetzt hat, ist dafür immer ein gutes Beispiel. Also ich sage es ja oft, irgendwie macht nicht so einen Appell an die Führungskräfte, sie sollen partnerschaftlicher führen und dichter bei ihren Mitarbeitern dran sein, sondern nehmt ihnen zum Beispiel ihre Einzelbüros weg. So haben wir es hier bei AXA gemacht, bis Vorstand, keiner hat mehr ein Einzelbüro und automatisch hat man eine andere Kultur der Zusammenarbeit, automatisch hat man ein anderes Führungsverständnis und so weiter. Also meinen Aufruf ist nochmal an alle, richtet den Blick auf Strukturen in der Organisation. Ja. Wo sind sie hinderlich für bestimmtes Verhalten und ändert die Struktur und doktert nicht am Einzelnen rum. Ja, Christina, das müsste doch, du hast eingangs gesagt, HR redet zu wenig über Strukturveränderung. Das müsste doch jetzt auf offene Ohren bei dir stoßen, auch wenn das bei dir mit den Strukturveränderungen am Shopfloor wahrscheinlich nochmal ganz andere dicke Bretter sind. Also was ist für dich sozusagen das Zukunftsbild von HR in der Industrie vielleicht? Die Punkte hier, die hier genannt wurden, kann ich alle mitgehen. Ich glaube, wir brauchen sie in der Industrie eine andere Ausprägung. Diese Future Work Modelle oder offene Büro sind ein Baustein. Ich glaube nicht, dass wir deswegen den Technologiewandel hinbekommen. Also ich glaube, das reicht nicht. Ich denke, unsere große Herausforderung ist wirklich das Thema, das die Frauke vorhin angesprochen hat, das Thema Skill and Competency Development, da konkrete Angebote zu schaffen. Das fängt an mit Identifikation, welche Rollen wird es in Zukunft nicht mehr geben, welche Rollen werden sich wie verändern. Also da wirklich konkrete Angebote schaffen. Aber, und da kommen wir jetzt dann doch zu einem weicheren Faktor wieder, auch Mitarbeiter mitnehmen können, weil die Bereitschaft dann doch nicht so groß ist, dass jeder sofort in ein neues Jobprofil, egal wie zukunftsausgerichtet das ist, springen möchte, sondern wirklich, das ist eher für mich wirklich das Thema Aufbau der Skills, der Kompetenzen, die wir brauchen für die Zukunft, um als Unternehmen zu bestehen, aber auch um attraktive langfristige Arbeitsplätze auch zu erhalten in der Welt. Und ich glaube, da wird sich dran entscheiden, ob wir als HR in so einer Branche, die im Wandel besteht, einen Unterschied, also einen Beitrag leisten. Ja, aber da sind wir ja ganz schön oben rechts im Quadranten der Matrix von Frauke, Beyond X, Age, also Impact That Matters, also was zahlt da wirklich ein, ja, und dass man das Thema Lernangebote, Skill-Transformation genau da oben auch nachhaltig verankern kann. So, wir haben,
wir haben eigentlich unsere Zeit schon überschritten, aber wir gehen ja sozusagen in die Mittagspause. Ich bin so frei und möchte das, wir kriegen viel Bestärkung aus dem Chat. Mit Strukturen steuerst du auch den stärkeren Hebel an und andere Dinge. Liebe Chat-Teilnehmer, haut noch mal ein paar Fragen raus. Wir nutzen noch die letzten Minuten. Da kommt zwar schon, ja, okay. Also, wenn ihr noch Fragen habt, nutzt die Gelegenheit. Wir haben selten so viele gute und prominente HR-Chefinnen hier zusammen. Also, nutzt die Gelegenheit, fragt noch mal ein, zwei Dinge nach. Ansonsten würde ich nämlich hier gleich tatsächlich mit einer Schlussrunde noch mal rangehen. Und genau, in der Zeit. Wir gehen wohl nicht in die Mittagspause. Bitte? Wir gehen wohl nicht in die Mittagspause. Doch, wir gehen in die Mittagspause. Wir gehen auch in die Mittagspause, wie das so ist bei einem ordentlichen Kongress. Wer später anfängt, hat sich den späten Kaffee auch erst später verdient. Also hat sich den Kaffee erst später verdient. Melanie, ich hoffe, du verzeihst es uns. Du musst ja im Hintergrund, an dich habe ich jetzt gar nicht gedacht. So ist das bei Agilität. Manchmal strapaziert man dann auch die Nerven der Kollegen, die im Hintergrund sind. Also, welche Struktur? Ich muss auch schnell in meinen Termin. Also, okay. Von daher Gas geben. Gas geben, gut, wir geben Gas. Dann machen wir noch eine Frage. Welche Strukturmethoden haltet ihr gerade besonders für spannend? Methoden, ja. Die ging an die komplette Runde. Welche Entscheidungen werden konkret digital und technologisch unterstützt? Also vielleicht ein Thema zu den Methoden, wenn das jetzt an alle ging. Ich hatte parallel im Chat gesehen, da ging dann nochmal so eine Paralleldiskussion über das Thema Objectives und Key Results los. Ja, ist ja auch eine Methodik, die sozusagen, wie ich finde, auch sehr erfolgreich eingesetzt wird. Und da habe ich nur kurz so nebenher einen Satz geschrieben, ich halte davon viel. Also OKR. Genau, OKR oder OKRs, Objectives and Key Results, die sozusagen sehr stark von Technologieunternehmen ja, sag ich mal, eingesetzt wurden, von Google groß gemacht wurden. Und bei Zalando haben wir das seit 2014 genutzt, also wirklich jetzt viele, viele Jahre. Und ich halte da sehr viel von und ich sage, warum? Weil es wird ja oft immer gesagt, du hast es auch gerade so ein bisschen gemacht, Erwin, na, wenn es agil wird, dann wird es manchmal schwierig, vielleicht für die Leute im Hintergrund, die da irgendwie die Stabilität, also die, sag ich mal, den Prozess da stabil halten. Agilität reimt sich auf Stabilität, nicht auf Chaos. Also Agilität bedeutet, dass ich sozusagen die perfekte Equilibrium zwischen einer Dynamik und einer Stabilität schaffe. Eine hohe Stabilität und eine hohe Dynamik. Hohe Dynamik, niedrige Stabilität ist halt Chaos. Und OKRs schafft es eigentlich. Es ist eigentlich ein sehr, sehr stabiler Prozess, der aber in der Stabilität sozusagen ganz viel Dynamik und Freiraum zulässt. Deshalb mag ich das gerne. Und dann ging irgendwie die Diskussion weiter im Chat, wie das jetzt genau läuft und ob man jetzt so, ich glaube, das OKR, wie so oft man auch unterschiedlich anwenden kann. Wichtig ist halt bei der Anwendung, dass man es eben nicht einfach nur das klassische kaskadierte Zielsystem nimmt und es jetzt OKR nennt, sondern dass man genau Stabilität und Dynamik halt zusammenkriegt. Das wäre so eines der Methodiken, die ich absolut empfehlen kann, sich auch ernsthaft damit zu beschäftigen als Personaler. Weil ich glaube, dass sie ein toller Hebel sein kann, wie man auch auf die Geschäftsperformance und Geschäftsprozesse sozusagen positiv einwirken kann. Ja. Prima. Frauke, dann hattest du jetzt das Schlusswort für diese Runde. Du hast den Impuls gegeben beim Einstieg und mit Blick auf die Uhr, weil ich sehe gerade, parallel läuft tatsächlich Joachim Skura, steht in Startlöchern mit Franz Langecker, damit die Kollegen, die über 60, fast 70 hier dann auch rübergehen können. Wir bekommen noch viele Herzchen, das ist auch schön. Nee, wir bleiben hier, Entschuldigung. Ach, wir bleiben hier, okay. Genau, der Joachim Skura ist schon mit dabei. Der Erwin versucht jetzt mit aller Gewalt alle irgendwie hier. Hallo Joachim. Nein, dann darf ich mich ganz, ganz, ganz herzlich bedanken. Erstmal bei dir, Joachim, dass du die Geduld hast, dass ich mal wieder überziehe. Ja? Ich kenne dich doch. Du kennst mich, das ist gut. Also, was haben wir geschafft in der kurzen Zeit, die wir jetzt hatten? Also, ich meine, wir sind groß angefangen heute Morgen und haben versucht, das auf HR runterzubrechen. Aber ich glaube, wir können guten Gewissens sagen, es gibt keinen Widerspruch zwischen Partizipation und Performance. Und wenn wir den Blick auf die Strukturen richten, also wirklich HR mit dieser Brille
Strukturen sind wichtig, Strukturveränderungen sind wichtig, da hilft auch Digitalisierung, Joachim, deshalb die Brücke gleich nochmal zu dir. Dann schaffen wir es auch, diesen Performance-Hebel noch stärker in Gang zu setzen. Und davon wird uns auch Corona nicht abhalten. Auch das haben wir heute Morgen, glaube ich, ganz schön gehört. Also ich darf mich ganz herzlich bedanken. Julia, bei dir, bei Sirka, bei Frauke, bei Christina, Und bei der Community, die zugeschaut hat. Und ich hoffe, die Diskussion ist jetzt wirklich ein Anfang. Und ich würde mich sehr, sehr freuen, wenn wir diesen Austausch weiterführen, auf welchen Kanälen auch immer. Hoffentlich bald auch wieder tatsächlich emotional noch näher, dass wir uns sehen, riechen, fühlen können und dann mit dem Kaffee oder abends dann auch mit einem Kölsch das nochmal reflektieren können. Also vielen, vielen Dank.